Die Welt verändert sich. Sie wird digital, sie wird vernetzt. Immer mehr Aufgaben werden von Maschinen und Software übernommen. Dieser Entwicklung müssen wir entgegenwirken. Und daher müssen wir unsere Sozialsysteme überdenken und neu ausrichten. Wir glauben, das BGE ist dafür die richtige Alternative. Wir wollen damit sicherstellen, dass auch die Menschen in Zukunft in Würde leben können und sich dann auch selbst verwirklichen können, unabhängig von einer maschinellen oder Einkommensstruktur. Für meine Generation ist das bedingungslose Grundeinkommen sehr wichtig. Wir müssen uns eigentlich schon jetzt darüber Gedanken machen, was für Berufe wir ergreifen wollen und müssen ziemlich darauf achten, wie viel Geld wir damit mal verdienen würden. Und ich denke, gerade durch das BGE könnten wieder mehr Interessen gefördert werden, die eigentlich im Vordergrund stehen sollten, und Berufe wie Künstler könnten wieder viel stärker in den Vordergrund rücken und in unserer Gesellschaft wieder ihren richtigen Platz bekommen. Das Thema BGE ist meiner Meinung nach eine der zentralen Fragen der heutigen Zeit. Sie ist so wichtig wie im 18. Jahrhundert die Frage nach der Abschaffung der Sklaverei. Und man wird daran erkennen, wie weit die Menschheit eigentlich in der heutigen Zeit gekommen ist. Ich finde das BGE gut, weil es ein Stück Angst aus der Gesellschaft rausnehmen kann, weil jeder darauf vertrauen kann, dass er von der Wiege bis zur Bahre eine Grundversorgung hat, weil er sich frei entscheiden kann, in welcher Lebensphase er sich gerade befindet, weil er Kinder kriegen kann, wann er das möchte, weil er studieren kann, wenn er das möchte, weil er sich um seine Angehörigen und Freunde kümmern kann, aber weil er auch gleichzeitig sich auf seine Karriere konzentrieren kann. Mit dem BGE wird niemandem etwas weggenommen, sondern es wird jedem ein Stück Freiraum gesichert.